Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute zeige ich euch mein kleines neues Winter-Setup. Da hat sich ein bisschen was geändert, also viel Spaß mit dem Video. Da hinten stehe ich übrigens. Ist sogar ein bisschen getarnt, also jetzt nicht megamäßig doll, aber man erkennt es nicht sofort. Also ist das Setup schon mal halbwegs tauglich. Man kann noch überlegen, ob man vielleicht beim Zelt, aber das seht ihr ja dann gleich, an den Seiten irgendwie eine andere Farbe dran kriegt oder sonst irgendwas. Da seht ihr jetzt den grundlegenden Aufbau. Dieses größere Tarp ist knapp 3x3 Meter, also auf jeder Seite ungefähr 1 Meter länger als mein altes Tarp. Das Tarp habe ich euch auch schon mal vorgestellt, das hatte ich jetzt auf Bushcraft-Touren schon dabei und so weiter und so fort und ist für den Preis für 18 Euro habe ich es bekommen. Absolut geil. Ob sie es natürlich im Langzeittest mit den Schlaufen und so weiter so lange hält wie ein richtig teures Tarp von DD Hammock oder ähnliches, das werden wir sehen. Ihr seht es jetzt schon, dadurch, dass es so groß ist, spanne ich es jetzt als Dreieckkonstruktion relativ hoch. Also ich habe es 2 Meter hochgehängt ab, um mehr Platz drunter zu gewinnen. Wenn jetzt richtig doll stürmen würde von allen Seiten, dann müsste man es ein bisschen tiefer hängen, je nachdem. Das heißt, Dreieckskonstruktion mit einem größeren Tarp bringt natürlich auch mehr Gewicht mit sich, aber natürlich auch mehr Platz und Komfort. Und im gewissen Maße ist mir das einfach mittlerweile wichtig geworden, wenn ich tagelang draußen bin. Hier kommen wir schon zu einem der größten Änderungspunkte sozusagen, die ich mittlerweile habe. Ich benutze keinen bis kaum noch einen Biwaksack, sondern ich gehe langsam zum Zelt über. Allerdings nicht das ganze Zelt, sondern ich möchte mir dieses Draußen-Feeling vom Biwaksack erhalten. Und deshalb nehme ich das Zelt und mache die Kuppel ab und benutze ein höher gelegtes Tarp dafür. Wir sehen also von hier drinnen, kann man trotzdem rausgucken und am Tarp gucken. Man hat ab und zu eine Brise und so weiter, also richtig nah an der Natur, als wenn man halt mit einem Biwaksack schläft oder nur mit einer Unterlage. Hat aber trotzdem den Komfort von so einem Zelt, dass man auch drin sitzen kann und so weiter und so fort. Hier oben dran hängend habe ich dann meine kleine Laterne, Schrägstrich Powerbank. Die hat einen Low-Rotlichtmodus, das finde ich sehr angenehm. Die habe ich euch aber auch schon mal vorgestellt, in dem Floppen 3er, glaube ich. Dann sieht es natürlich ein bisschen aus wie im Puff im Zelt, aber es ist deutlich angenehmer. Als Schlafsack, ihr seht es wieder, habe ich meinen Defense 6 dabei. Ja, ne, je nachdem wie kalt es ist, ich habe es einfach gern angenehm. Ein bisschen kuschelig, ein bisschen wärmer. Man könnte jetzt, ich sehe es auch bei einigen, auch mit dem Defense 4 draußen schlafen. Ne? Wir hatten ja gerade mal um die 0 Grad in der Nacht, da geht das schon. Aber ich habe es dann gerne mal ein bisschen zu warm als ein bisschen zu kalt. Im Kopfteil habe ich wieder mein kleines aufblasbares Kissen, sehr angenehm. Dann habe ich als Unterlage die Thermalas Ridge Rest. Ja, ich bin jetzt sozusagen komplett auf, wie soll man sagen, Schaumstoff Eva Zote wieder umgestiegen. Ja, einfach der Sicherheit wegen, weil ich habe immer so ein blödes Gefühl mit aufblasbaren Matten. Und natürlich ist der Preisunterschied auch mega, ja, muss man einfach sagen. Weil die hält auch bis minus 10 Grad, meiner Erfahrung nach. Ja, ich kenne andere, die sehen das ein bisschen anders. Wahrscheinlich vom Kälteempfinden her. Und ja, man muss einfach sagen, die geht halt nicht kaputt. Ne? Damit kannst du machen, was du willst. Und die kostet knapp 20 Euro. Und das ist die große Ausführung. Ja. Wenn ich länger lager oder ich ein bisschen komfortabler haben will, habe ich hier meine kleine Luftmatratze drauf. Ja, die wiegt nicht viel, irgendwie knapp 350 Gramm. Und die ist einfach nur mit dem Kopfteil, mit einem erhöhten und ein bisschen ja, Komfort. Die ist nicht mehr wirklich doll zur Isolation da. Ja, das war das Video zu meinem kleinen neuen Winter-Setup. Ich werde das in ein bisschen abgespeckterer Form, ja, dünnerer Schlafsack etc. auch mal auf Touren ausprobieren, weil mir fängt an, der Biwaksack ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Ich weiß, Zelt ist eigentlich nicht erlaubt. Ja, das wissen wir ja aus dem Bundeswaldgesetz. Aber ich sag mal so, ja, also wenn man sich ein bisschen tarnt und ein bisschen mit dem Jäger oder dem Förster halt klarkommt, der einen, wenn es mal vorkommt, dass einmal mitten im Wald jemand antrifft, was mir zum Beispiel noch nie passiert ist in den letzten Jahren, dann kann man immer noch reden. Und im schlimmsten Fall ist es halt eine Ordnungswidrigkeit, mit so einem kleinen Zelt unterwegs zu sein. Ja, meine Güte, das ist aber ein deutlicher Komfortgewinn, wie ich finde. Schreib mir dazu einfach mal deine Meinung in die Kommentare, wie du dann so unterwegs bist oder ob du einfach dann nicht so gut schlafen kannst, wenn du weißt, dass du hier relativ illegal unterwegs bist. Das würde mich mal interessieren. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr, vor allen Dingen auch keine Tourenvideos, die demnächst wiederkommen. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.